müssen der Spirale aus Hass, Gewalt, Hetze und Terror entkommen. Das sind die Lehren, die wir aus den Terroranschlägen in Neuseeland oder jetzt zu Ostern in Sri Lanka ziehen müssen. Denn Hass produziert nur eines, mehr Hass. Wir müssen uns gerade in diesen schweren Stunden bewusst machen, was wir an unserem Österreich haben. Frieden. Neuseeland hatte Frieden. Terroristen wollten diesen Frieden zerstören. In Sri Lanka wollten Terroristen die Hoffnung auf Frieden wegnehmen. Liebe Geschwister, liebe Freundinnen und Freunde, ich sage Ihnen das, was ich nach den Anschlägen von Christchurch auch gesagt hatte. Wir müssen uns dem Hass entgegenstellen. Das ist das Entscheidende. Und in Österreich können wir das schaffen. Auch wenn es bei uns destruktive Kräfte gibt, die uns gegeneinander aufhetzen wollen, weiß ich im Herzen, dass die große Mehrheit der Menschen gegen Hass und für Frieden einstehen will. Wir haben seit den Anschlägen von Sri Lanka viele Anrufe und E-Mails bekommen von Muslimen, die ihrer Trauer Ausdruck verleihen wollten, die uns gefragt haben, wie sie denn helfen könnten. Ich sage Ihnen, brechen wir die Spirale aus Hass, Gewalt und Terror auf. Heute Abend etwa gibt es eine Mahnwache bei der Botschaft Sri Lankas. Die muslimische Zivilgesellschaft ist hierbei federführend. Das freut mich. Gehen Sie dorthin und spenden wir, was wir können, um den Opfern des Terrors und ihren Angehörigen zu helfen. Sie können die Kontodaten eingeblendet oder auf unserer Homepage finden. Liebe Geschwister, wir haben alle sehr viel zu tun, wenn wir den Hass besiegen wollen. Aber ich weiß um meine muslimischen Geschwister, dass wir das gemeinsam schaffen werden, wenn wir besonnen und aufrichtig im Herzen bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Assalamu alaikum.